Hallo Kurt, schön dich zu sehen. Hallo Florian, schön dich zu sehen. Wir sind heute wieder zusammengekommen, um eine neue Folge von Noise aus dem Safe-Universum aufzunehmen. Und wir haben ja schon vorgelegt, ne? Wir starten ja immer mit dem Big Picture, dass wir einmal draufschauen, was es denn Neues gibt. Auf dem Big Picture sieht man meistens direkt relativ selten Neues, weil das ist ja das Langsamste, was neu Richtig. erlebt wird. Aber wenn man runterscrollt, dann sieht man hier unter Recent Bock Blogpost oder What's New in Safe, sieht man neue Artikel. Und beim letzten Mal waren wir auf dem Safe Summit, vor 2, 3 Wochen, und da war schon hier dieser Artikel mit Brand New Articles in Safe. Du Florian, du erzählst, also wir sind gerade der Vorstellung, du erzählst gerade. Möchtest du noch sharen, was du zeigst, oder hast du schon? Ich glaube, ich habe schon. Du hast schon, dann ist ja alles gut. Weil dann Ich ist ja. hoffe, ich teile das Richtige. Ja, dann alles gut, mein Lieber. Schau mal. Ja. Ja. Und das heißt, da haben wir schon die Brand New Articles eingeführt Genau. und einer davon, den haben wir jetzt mal ein bisschen tiefer gelegt. Das heißt, letztes Mal hatten wir diese Brand New Articles, einer davon war das Operating Value Streams for Large Solution Development und Ja. mit diesem Bild und den Ja. Artikel haben wir jetzt mal rausgegriffen Genau. und den schauen wir uns an. Siehst du Absolut. mittlerweile meinen Bildschirm? Ja, ich sehe ihn. Alles Das ist gut. top. Also, und das heißt, Operating Value Streams for Large Solution Development. Wie gewohnt waren wir für euch auf Diamantensuche? Und der erste Diamant ist hier noch, ist direkt ein bisschen versteckt. Das ist nämlich, dieser Artikel ist Extended Safe Guidance, also ist offizieller Safe Content, aber noch nicht direkt über das Big Picture adressierbar. Und wir waren ja auf dem Safe Summit und da wird das vorgestellt und da wurde ja auch über Safe Next fabuliert und überlegt, was kommt denn so wohl als nächstes? Das heißt so, der kleine Detektiv in mir würde vermuten, dass das Wording und der Blickwinkel, der jetzt hier in dem Artikel schon mal so vorgetestet wird und so Ja. daneben gestellt wird, dass der irgendwann deutlich prominenter wird in Safe. Das Was glaube sagst ich auch. du? Ich meine, eine der Hauptübungen war ja auch zu sagen, Simplification. Das läuft natürlich jetzt erstmal noch in die andere Richtung, weil was wir jetzt hier gleich sehen werden, das gibt es etwas simpler ja schon früher. Da werden wir gleich ein paar Analogien, glaube ich, sehen. Und erstmal, glaube ich, ist das nochmal eine Verallgemeinerung, die hier durchgeführt wird, die zwar sehr charmant ist, aber auch so ein bisschen, also entweder Elfenbeinturmcharakter hat. Oder halt man ganz genau gucken muss, wie man das in der Realität dann, welche Pattern man in der Realität haben möchte zum Anlehnen. Ne? Also ich glaube, mehr wie Anlehnen wird das jetzt nicht. Bin mal gespannt. Ja, Also, aber ich da glaube, kannst du mal gucken. zu einfach kommen wir da auch nicht, weil es geht ja um Operating Value Streams for Large Solution Development. Das heißt, selbst relativ schwierig ist hier schon einfach, ne? Und Aber warte mal, da oben steht Operating Value Streams, gell? ja, was habe ich gesagt? Nee, gar nichts. Du hast Operating Value Streams gesagt. Das top. Ja, schon. Achtung, Development Value Streams Operation. Lass uns gleich unten mal gucken. Machen wir weiter. Ja. Also hier Details. Jetzt das erste Bild mit den drei Sachen, die unterschieden werden. Einmal, Ja. ja, ich habe einen Value Stream, der liefert eine Lösung. Ja. Das Thema Nested Value Streams. Ich habe eigentlich einen Value Stream, der eine Lösung liefert, aber der ist so groß, dass ich da drin eigentlich nested, eingebaute, beinhaltete Value Streams habe, die gebraucht werden, um diese Ja. Gesamtlösung zu liefern. Und dann das Value Stream Network. Richtig. Also vielleicht nochmal. Operational Value Stream. Ne? Das heißt, wenn wir uns das Big Picture angucken, dann gab es ja immer so ein bisschen die Frage auf Portfolio, also liefert Portfolio auch ein Produkt? Und das hat man dann ein bisschen versucht zu erläutern, indem man gesagt hat, ach, dann machen wir den Operational, machen wir den Value, den Operational Value Stream oben irgendwie mit, den deuten wir mit an. Und dann haben wir rechts auch ein Produkt, weil es gibt ja immer noch diese Modellierung Operational und Development Value Stream. Im Titel taucht jetzt Operational Value Stream auf. Hier im Bild steht erstmal, guck mal, da steht Operating Development Value Genau, Stream. es geht um das Betreiben der Developer Streams. Also hier Ja, wird es aber vornehm ne, aber jetzt nicht zurückgehalten mit oben. dem Begriff Operational. Ja, ja. Ja, okay, ich habe da im Moment gerade so ein, du merkst, ich habe gerade so ein, also im Titel steht Operational, hier steht jetzt an der Seite Nee, steht nochmal Value Stream. Operating stand oben auch. Oben statt Operating. Ah, dann kommen wir langsam zusammen. Das heißt, es geht um das Operating von Development Value Streams. Ah,
Ist natürlich gefährlich, wenn man, aber jetzt habe ich es auch verstanden. Danke dir, Florian. Ich wusste, mit dir unterhalten ist immer gut. Das heißt, wir reden hier über das ein Operating Model für Development Value Streams. Absolut. Sehr gut. Und jetzt macht das Bild rechts nebendran natürlich auch wieder Sinn. Sehr gut. Ja, ja, genau. Was jetzt gleich rechts wahrscheinlich noch kommt. Genau. Schauen wir mal rechts rüber, denn sowas Ähnliches haben wir schon auch in alten Abbildungen gehabt. In den alten Abbildungen, da gibt es hier schon dieses, ist auch accessible quasi, wenn ihr auf die Implementation Roadmap klickt und dann auf Organize Around Value, dann findet ihr diese Abbildung mit, naja, ich habe einen Development Value Stream, der liefert eine Lösung, und ich habe einen Development Value Stream, da brauche ich mehrere Arts für, der eine Lösung liefert. Und wenn man jetzt mit einem groben Daumen messen möchte, könnte ich sagen, hier, das ist das Pattern und das, es geht so ein bisschen deep in das. Ich glaube, die Pattern sind wirklich identisch, nur die Elemente in den Pattern sind halt semantisch verschieden. Die können identisch sein. Im einfachsten Fall ist ein Value Stream ein Art, ja, und dann habe ich wirklich nur eine 1-bei-1-Beziehung in diesem Pattern drin, aber das muss halt nicht sein. Und der Development Value Stream ist ja immer eine Abstraktion. Also ich gucke mir zuerst den Development Value Stream an und dann schneide ich den oder kompostiere ist gut. Also mache ich ein Composite von Dingen, die vielleicht dann in eine Art, also in eine Realisierung implementiert werden. Ja, aber genau. Ja, aber das ist schön, finde ich. Also, und das hier ist wahrscheinlich dann, vielleicht ist das so ein bisschen die Entwicklung von der Large Solution hin eher zu dieser Nomenklatur von Value Streams. Das, mal sehen, was da kommt. Würde ja auch Value Stream Management Office dann als Begriff viel besser passen, wie Art, weiß ich, Art Management Office wäre ja irgendwie ein bisschen seltsam. Ne? Genau, und was hier, Value Stream Network, das schauen wir uns gleich mal an. Das ist so ein bisschen ein Cliffhanger, was denn das Pendant ist zu diesem Value Stream Network. Aber gehen wir erst nochmal in die einzelnen Punkte. Hier, der erste ist dieses Pattern von diesem Independent Development Value Stream. Sprich, ich habe ein Development Value Stream, das ein Produkt ausliefert. Ja. Und diese Value, wenn ich mehrere davon habe, dann sind die fairly independent. Fairly independent. Ja, genau, ich finde auch, also es wird weich, ja, also es wird wirklich weich an der Nummer. Ja, also was heißt fairly? Naja, wenig Dependencies, möglichst gar keine, vielleicht doch das ein oder andere Mal oder ich muss, ne? Also es ist wahrscheinlich nicht dasselbe, wie wenn ich eine Plattform habe wie Microsoft Office oder eine Plattform habe wie Unix, Kernel System oder eine, ne, die ich zukaufe, wo ich ja gerne mal bei dem Hersteller anrufen kann und sagen, du möchtest ein Feature machen, dafür brauche ich die und die Änderungen im Unix-Kernel. Dann wird er wahrscheinlich sagen, tok, 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 du hast ja nicht alle. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Das heißt, ich habe vielleicht ein Value Stream, einen anderen, der mir auch gehört, wo ich nicht einkaufe oder ich kaufe ein, habe aber Einfluss auf das Produkt und habe dann so ab und zu doch mal fairly. Ne? Also und manifestieren tut sich das eigentlich in diesem alten Leadership Triad, Product Management, System Architect und Release Train Engineer. Und das mal hier ein bisschen abstrahiert, eigentlich das Thema Content Authority, Technical Authority und Value Delivery. Und das quasi innerhalb dieses Development Value Streams, und dadurch ist der fairly independent, weil die quasi in der Lage sind, zusammen mit dem Menschen das Arzt guck mal, weißt den Kunden auszuwählen. Genau, weißt du, wozu das führt? Weißt du, wozu das führt? Wir haben ja schon immer die Diskussion gehabt, was ist eigentlich ein Train? Und was ist eigentlich ein Release Train Engineer? Weißt du, was passieren wird? Wette? Wir werden den Train verlieren, der Train wird Value Stream heißen und wir werden den Release Train Engineer verlieren und der wird Value Delivery Manager oder so. Also irgendwie so heiß, verstehst du? Also ich kann mir vorstellen, wir haben jetzt hier eine Abstraktion, die auch ein Replacement von alten Begriffen erlauben würde, so wie wir Programm ja auch inzwischen ersetzt haben. Gibt es dann immer 6.0. So mal Achtung, so ganz weit nach vorne geguckt, Andrew Sales tief in die Augen geschaut. Andrew, was habt ihr hier vor? weil es war ja schon immer auch ein Problem, die Abstraktion Wertstrom gegen die alte Abstraktion Art zu halten und zu sagen, ja, das ist eine 1-zu-1-Beziehung. Genau, das ist hier im Artikel auch ein bisschen aufgelöst oder vermischt oder was auch immer. Also es ist ein bisschen, aber... Mal gucken, also mal schauen, aber die Tendenzen, also ne, wenn ich jetzt was vereinfachen wollte, Simplification, dann nehme ich jetzt ein gewisses Begriffsmodell langfristig vielleicht raus und ersetze das durch diese Value Stream Begriffsmodell. Und der Mick Kirsten, to be honest, ist ja sehr stark unterwegs. Ne?
Ja, okay, cool. Ja, finde ich cool. Nested Development Value Streams ist dann, hat man ja schon gesagt, ist so ein bisschen dieses Large Solution Abbildung. Sprich, ich habe eigentlich verschiedene Development Value Streams Ja. oder Sammlungen von Aktien in Abbildung, Ja. Ja. die nachher eine integrierte Lösung liefern. Ja. Und diese eine integrierte Lösung habe ich, glaube ich, hier unten auch mal hervorgehoben, einem Kunden liefern. Ja. Ich glaube, einem Kunden, also ne, einer Kundengruppe, Ja, einem Kunden genau. mit einer geteilten Vision. Genau. Also ich hänge noch ein bisschen bei dem, was wir gerade besprochen haben. Also wenn dieser Artikel ins Big Picture kommt, dann braucht er ja Platz. Der einzige Platz, der da wäre, ist, indem man bestimmte Dinge wegnimmt und durch diese ersetzt. Ja, also mal so. Also finde ich schon, ich finde es gerade interessant. So, ein Automotive Nested Value Stream Example. Ja, genau. Also ich glaube, da Oder hier, macht irgendwie total Sinn. Ja, genau. ja. Also kann ich auch jetzt wieder Zulieferer, also hier kann ich auch das Zulieferpattern wieder relativ leicht machen, indem ich sage, es gibt einen Wertstrom, den kaufe ich von einem Zulieferer zu, ja, und baue den in ich integriere den dann in meine Auto. Und da finde ich jetzt zum Beispiel auch sehr schön, weil das brauche ich dann für eine Large Solution oder für einen Nested Development Value Stream, nämlich ein Integration Value Stream. Weil erst auf dem Integration Value Stream der Wert, der Endwert erzeugt. Bei einer Bosch kann man sich das wunderbar vorstellen. Die bauen Vergaser, die bauen aber nicht nur Vergaser, sondern auch nur Motoren. Das heißt, ich habe eigentlich einen Wertstrom-Vergaser und ich habe aber auch noch den Wertstrom-Motor, wo das eingebaut wird. Habe ich einen neuen Wertstrom. Das ist auch ein neues. Und diese Integration, das ist auch das, was die OEMs letztlich immer machen, die Automobilhersteller, dass sie Supplier-Wertströme integrieren in einen höheren Wertstrom, der dann Auto heißt. Ja, Finde ich cool. finde ich auch gut. Und Ja. natürlich, Achtung, ist jetzt nicht, brauche ich nur durch die Skalierung, ne? In der kleinen Lösung brauche ich In der das, Kleinlösung die fällt das Integration alles in Teil der einen Integration. Wertstrom. Ich vermeide jetzt mal den Begriff Train, in einen Wertstrom zusammen. Und was hier aber auch sehr schön ist, die Diskussion hatten wir gerade bei einem Kunden vor kurzem, nämlich hier, wenn ich Integration mache, dann brauche ich auch Engineering Tools, die das integrieren. Also dann brauche ich die Nieten, den Kleber, den Roboter, der dann schweißt. Ne? Also dann brauche ich die Tools, Software-Tools, Mockups, die das integrieren. Ja, und dann habe ich vielleicht einen eigenen Value Stream, der nur die Engineering Tools baut. Also dann brauche ich halt die Fabrik, die mir das Das Auto Produkt ist. zusammenbaut. Die Fabrik ist das Produkt Die hier. Fabrik ist genau, mein Lieber. Also. Ja, das ist ja genau der Spruch. Und den muss ich aber explizit ausbilden, da muss ich Know-how drin haben. Verstehst du? Deswegen ist das, glaube ich, die Sicht, wie wir sie hier sehen, ist eine sehr schön, die ist gut, die gefällt mir. Gefällt mir auch. Lob, Lob, also machen wir die Ja, warte SRM mal, wieder wieso Lob. ist da Wer auch kein immer das, Diamant? wer waren Warum der, ist da kein waren der, der den Diamant? Artikel, wer hat den Artikel geschrieben? Muss man nachher mal gucken, wenn wir unten sind. Alles Oh, gut. stimmt, haben wir Der noch gar kriegt auf die nicht. Schulter geklopft. Auf Ja, jeden genau, Fall. mach mal einen großen Diamanten Habe ich nehmen. Das ist schon, habe ich cool. schon Also gehabt. schon. Sehr gut. Also Leute, lest den Artikel, der ist cool. Und wenn man sich die Guidance anschaut, ne, dann ist die eigentlich, dann ist die sehr stark angelehnt an der Large Solution Guidance, die jetzt auch schon da ist. Was ich hier spannend finde, bei dem Nested Ja. Development Value Streams, ich habe eine Vision und eigentlich eine führende Roadmap und die gibt eigentlich so ein bisschen die Ausrichtung vor. Und spannend ist in den Nested Development Value Streams, die haben alle eigentlich dieses Triad. Leadership Triad, ne? Ja, das wäre kennen. Das wir kennen und was dann quasi auch so ein bisschen diese Eigenständigkeit Es ermöglicht. gibt, Und hier unten ist ja. auch irgendwo beschrieben, dass, naja, entweder habe ich hier separate Menschen, die diese Rolle ausfüllen, oder die Rolle wird ausgefüllt, also dieses Leadership Triad wird ausgefüllt über die Menschen, die hier unten schon teilweise sind. Da ist, Ja. nee, das finde ich auch schön, habe ich bestimmt einen Diamanten dran geklebt, muss ich mal nachher gucken. Ja. Ich finde hier auch interessant, also wir haben es hier, das ist wieder eine Abstraktion, ne? Weil es ist eine Rolle, die könnte durch mehrere Personen wahrgenommen werden, vielleicht auch durch eine. Ne? Der Kunde ist immer noch hier als Person abgebildet. Die drei, die sind dann mehr so als Pünktchen weg abstrahiert. Ja? Also schon interessant. Also Genau. der ist noch Und echt. weiterhin ein Kunde. Nächste Development Und der Value. ist ganz vorne auch nochmal. Also um zu mal, Achtung, vorne ist auch der Kunde. Ja, genau. Ja. Wichtig. Am Anfang Alpha und Omega, oder? Ist der Kunde. Also, das, sehr schön. Das ist auch Und gut. ansonsten, Pre-Plan, Integrate Ja, ja, Frequently, ja. Ja, 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 Routine ja, Reload. ja. Das ist,
alles wichtig und hier gut wieder zusammen orchestriert mit Ja, dem ich, Lars. ja, genau. Ich finde auch die, ja, genau. Roadmap, die Roadmap-Darstellung ist auch ganz hübsch. Ja. Da taucht übrigens jetzt links dann doch wieder, guck mal, da taucht doch wieder dieses Symbol von einem Train auf. Ja, Siehst du? ja, richtig. Ja, genau, interessant. Mal gucken. So, dann gehen wir mal weiter auf das Thema Network Development Value Streams und hier kommt unser Cliffhanger wieder. Naja, was ist denn jetzt dieses Network Development Value Streams? Das heißt, ich habe eigentlich Development Value Streams, die autark zueinander, also nicht nur fairly decoupled, sondern Ja. loosely coupled, eigentlich Wert zum Kunden liefern, auch zu unterschiedlichen Kunden, die Ja. eventuell teilweise externe Kunden haben, Genau, aber dann auch genau. interne Benutzer haben. Ja, Und genau. die liefern also jeweils für sich direkt Value Ja. In support of the Enterprise Strategy. Das heißt, ich habe eine Unternehmensstrategie, darunter als Support für diese Unternehmensstrategie habe ich dieses Netzwerk an Development Value Streams und die muss ich jetzt ausrichten. Ja. Und was ist das für ein Pattern, Kurt? Was das für ein Pattern ist. Woran erinnert dich das? Weiß nicht. Also erzählen wir, freue mich Nee, jetzt das ist eigentlich. Lean Portfolio Management. Das ist das Ach so, darauf willst du raus. Guidance Aspekt. Ja, ich war gerade mit. Ja, genau. Und Also man könnte das. wenn wir gleich noch ein Stück Ja. runtergehen, dann sehen wir nämlich die Ja. ganzen Praktiken aus dem Lean Portfolio Management. Aber erst kurz, du hattest noch einen Gedanken. Ja, genau. Also ich bin da deswegen jetzt gerade auf die super einfache Lösung mit dem Lean Portfolio Management gar nicht gekommen, weil ich gerade noch einen anderen Gedankengang hatte. Weil ich habe, während du das erzählt hast, habe ich wieder an die deutsche Automobilindustrie gedacht. Die ist ja in Deutschland ziemlich prominent unterwegs. Und da hatte ich wieder die Idee zu sagen, naja, was ist denn ein Zulieferer wie eine Bosch und was oder Conti, ne? Und sind denn die OEMs in diesem Spiel hier? Und man hat natürlich, wenn ich jetzt ein Zulieferer bin wie eine Bosch und ich baue irgendwie ein Cockpit oder sonst eine technische Funktionalität, die ich einem OEM liefere, dann versuche ich natürlich dieselbe Technologie nochmal einem anderen OEM zu liefern. Absolut. Ne? Und das ist natürlich hier in diesem Netzwerkkontext ein ganz interessantes Szenario. Zu sagen, ich baue, Conti macht Reifen und die Reifen gehen aber an verschiedene Hersteller, ne? Ja, Verschiedene OEMs, Entschuldigung, jetzt. Ja. das ist spannend. Das heißt ja, was ist der Unterschied zwischen dem Szenario, das du jetzt dargestellt hast, und dem Szenario, was hier abgebildet ist? Der Unterschied ist, bei dem Szenario, was du dargestellt hast, ich habe unterschiedliche Supplier, die auch an Unterschiede, da gibt es keine gemeinsame Unternehmensstrategie, sondern jeder hat seine eigene sozusagen. Ne? Das ist auch Ja, ein Netzwerk. das sind aber genau die Reibungsverluste, die Genau. jetzt entstehen. Ja? Also Absolut. ein Zulieferer arbeitet gerade für Audi, dann kommt Mercedes daher, der vielleicht bisher der bessere Kunde war und will Ja. das selber haben und jetzt kommen die Konflikte. Ne? Also was ist die Strategie der OEMs und was ist die Strategie des großen Zulieferers? Ja? Also Weißt du, wer wie ist man das nennen hier würde, spannend? Spannend. wenn die eine gemeinsame Strategie hätten, die verschiedenen Zulieferer und Automobilhersteller? Dann würde man das Kartell nennen. Aber das verdienen wir halt Es hier gibt nicht. Großprojekte, Ja, wo das einzeln, aber ich meine Projekt, so. ja, aber wo das exklusiv plötzlich wird und wo man dann sagen könnte, naja, jetzt, ja, aber genau, aber Aber wir sind hier immerhin, nicht im Kartell, sondern innerhalb eines nee, Unternehmens zum aber Glück. das Coole ist, Safe legt jetzt hier Pattern auf, Ja. die auf diese Komplexität endlich mal passen. Und das ist natürlich auch cool, ja. Also weil bisher waren wir immer ein bisschen eingezwängt in diese Trains und hier habe ich jetzt eine Abstraktionsebene, wo ich sagen kann, ja, hier kriege ich auch ein OEM mit seinen Zulieferern reinmodelliert, wenn es sein muss, ja. Oder ich kriege zumindestens mal, das machen die Automobilhersteller ja auch, dass die zunehmend wegen Innovationsdruck Zulieferer aufkaufen. Ja, also dass die mittelgroßen und kleinen Zulieferer von den OEMs aufgekauft werden und dann hängen sie unter einer gemeinsamen Absolut. Strategie. Ja, und dann wird das sehr spannend. Also das sind Pattern, was an der Stelle, glaube ich, noch sehr zukunftsträchtig wird für die große Industrie. Und dann ist natürlich die Frage hier, was sind die Praktiken dahinter? Also ich habe eher dann so einen Provider- und Guck mal, Customer-Beziehung hier drin. OEM-Lieferant, ja, Genau. genau, damals. Und die Praktiken davon kennen wir zum Großteil schon. Das ist das Lean Portfolio Management mit dem Value Management Office. Das ist das Thema Portfolio Roadmap. Und das Spannende, eben haben wir ja oben die Solution Roadmap gesehen bei den Nested Development Value Streams. Und hier ist jeder
Development Value Stream hat sein Leadership Triad. Ja. Und das Value Stream Network, ist gar nicht so einfach, das die ganze Zeit auszusprechen, hat er dann quasi so einen VMO als Ausrichtung, als Alignment-Funktion für diese verschiedenen Development Values. Und wie schön, das VMO besteht jetzt aus drei Rollen. Und du erinnerst dich, wir haben auf der Portfolio-Ebene oben immer schon gesagt, komisch, da sind nur zwei. Ja, ich habe immer gesagt, same as selbstähnlich. Drei Rollen, Backlog, Iteration, drei Rollen, Backlog, Iteration, drei Rollen, Backlog. Wunderbar, was haben wir hier? Drei Rollen. Ich liebe es. Das wird genau die Richtung werden. Ne? Also auf Portfolio-Ebene auch eine Homogenisierung und auch eine Selbstähnlichkeit. Ja, let's see. Let's see. Das ist cool. Ja, sehr gut. Und damit wären wir eigentlich hier am Ende des Kapitels. Absolut. Nee, ich habe jetzt das Kapitel, das sage ich immer abends, wenn ich den Kindern vorlese. Hier sind wir jetzt am Ende des Artikels angekommen. Ja, Und genau. ich würde sagen, der ist es wert, nochmal von jedem gelesen zu werden. Also Lesen spannende wir den jetzt Aspekte auch drin. Nochmal durch. Ich glaube, den muss man zwei, dreimal durchlesen, um zu gucken, was er für Effekte erzeugt. Ja? Und ich finde, da war jetzt auch gut, dass wir ein bisschen länger dran waren. Da war jetzt etwas länger unser Video. Aber das lohnt sich. Finde ich auch. Das lohnt sich. Und damit viel Spaß beim Lesen des Artikels. Kurt, ich habe gesehen, der ist auch schon nächsten. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Video mit dir. Ja, ich auch. Also, bis Also, dann. ciao zusammen. Tschüss.